Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Enshrouded. Wir haben im letzten Part die Hochweidenwarte da vorne bestiegen und die hat uns ja jetzt im Grunde zu der Bäuerin geschickt, also da werden wir uns jetzt heute hinbegeben. Jetzt bin ich nur mal gespannt. Also, wir teleportieren uns einmal hierher. Bisschen was habe ich noch im Inventar. Ich habe mir dann nochmal den, also ich habe mich ausgeloggt, eingeloggt, habe jetzt natürlich das Problem, dass alle Gegner wieder da sind, dummerweise. Ich habe dann mal hier nachgeguckt bei der Flamme. Also anscheinend kann ich mir hier unendlich Flammen holen. Also die habe ich jetzt halt schon geholt, die Teile. Die habe ich jetzt halt hier einstecken. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass man quasi diesen Schrein unendlich besuchen kann. Also ich kann mich im Grunde ausloggen, einloggen, teleportiere mich daher, hole mir wieder zwei solche Flammenteile oder drei oder je nachdem, was ich halt rausbekomme. Finde ich etwas komisch. Also das sollte man eigentlich so so taxieren, dass man sagt, okay, es gibt eben nur eine bestimmte Anzahl von diesen Flammenteilen und da gibt es einfach nicht mehr und fertig. Aber ich könnte jetzt rein theoretisch zu jedem Schrein der Flamme jetzt hier nochmal hingehen und mir wieder diese Flammenteile holen. Naja, gut, wie auch immer. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir jetzt zur Krypta der Erbauer kommen. Und ich wollte hier mal ganz kurz gucken bei dem Elixierbrunnen. So, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich wieder Ratten hier irgendwo haben, die mich piesacken wollen. Oder auch nicht. So, da vorne haben wir Miasma. Schauen wir mal, das ist ja eigentlich so ein Dingsi, was wir kaputt machen müssen. Na, so viel ich weiß. Dieses Teil hier. Im Elixierbrunnen. Weil den ersten Elixierbrunnen haben wir ja ganz am Anfang gemacht hier. Irgendwo. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wo das war. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall, den ersten Elixierbrunnen haben wir ja schon gemacht. Und das ist jetzt dann der nächste. Den da haben wir noch nicht. Den da haben wir, genau. Den Elixierbrunnen haben wir schon erledigt. Dumm, dumm, dumm. Mache ich jetzt Elixierbrunnen oder schauen wir zur Bäuerin? Eigentlich möchte ich zur Bäuerin. Der Elixierbrunnen interessiert mich jetzt eigentlich erst einmal gar nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir es zur Bäuerin schaffen. Oh, haben wir da wieder Höhlen oder was ist da? Häschen? Warum greift ihr mich von hinten an, ihr Schweine? Ihr Ratten? So. Da ist im Grunde dann das nächste Ding. Da hätte ich eigentlich diesen Brunnen abbauen können und mitnehmen, ne? Standort oben. Schauen wir mal, ob wir da nach oben kommen. Ich würde nämlich schon gerne die Bäuerin heute schaffen, dass wir uns die holen. Ah ja, doch. Das geht schon. Es kann bloß sein, dass hier wieder Gegner sind, ne? Du erschreckst mich nicht mehr. Krypta der Bauer? Bäuerin? Stufenaufstieg 7, schön. Fähigkeitspunkt, ja, das ist mir. Okay, irgendwas passiert hier. Anscheinend werden wir hier beobachtet. Ich weiß es nicht. Mal abwarten.
Ob jetzt hier gleich eine Bombe bei mir einschlägt oder irgendwas. Okay, wir haben hier auf jeden Fall drei Schalter. Jetzt kann es, also drauf schießen werde ich nicht müssen. Das wäre nämlich jetzt halt ein wenig zu simpel. Aber wir müssen mit Sicherheit... Ah ja. Irgendwo die Schalter finden. Okay, das hat mir jetzt viel gebracht, ne? Toll. Bin ich wieder hier am Eingang. Gucken wir halt mal. Also anscheinend wird jeder schwerer. Jeder von diesen ja, diesen Special-Leuten da. Da vorne ist eine Tür, ne? Ach, da. Okay, da komme ich wieder hoch. Ah, das sind diese Stromdingsies. Sind das okay? Ah, okay. So, und durch das, dass ich hier wieder ausgelockt war, ist natürlich mein Essen wieder weg. Also nicht ausgelockt, sondern... Achso, da ist noch der Pilz aktiv, ne? Das sollte der erste sein. Damit sind die Dinger anscheinend auch ausgeschaltet. Gucken wir mal, ob wir hier noch den zweiten dann als nächstes finden. Wahrscheinlich ja. Ist das ein Speicherding? Ja. Nochmal ein Speicher. Okay. Für den Fall, dass ich draufgehe. Da oben ist ein Haken, dass wir rüberkommen. Okay, da komme ich nicht hin. außer da war natürlich ein zweiter, den ich jetzt nicht gesehen habe. Ja, da ist tatsächlich ein zweiter, das heißt, ich muss da... So, bin ich jetzt da richtig? Ich hoffe es, oder laufe ich jetzt wieder falsch rum? Ich laufe falsch rum, natürlich. Halt. Nee. Nicht da, oder? Ah, da ist eine... Okay. Nein, das ist wieder so ein Zweihänder, ne? Die mag ich irgendwie nicht. Zweihänder sind immer so, wie soll ich sagen, unhandlich. Hui, was magst denn du? Okay, dann laufen wir nochmal durch. Ich meine, ich mag ja solche Dungeons, ne? Das ist immer eine schöne Herausforderung, sowas zu schaffen dann. Gut, also sind wir wieder da. Jetzt muss ich nur dran denken, dass das ja zwei Haken sind. Genau, da vorne ist nämlich dann nochmal einer. Jetzt würde ich nur ganz gerne mal ganz kurz hier reinschauen in den Fähigkeitenbaum. So, weil wir nämlich hier den Doppelsprung haben und den würde ich jetzt gerne machen. So,
Dankeschön. Ansonsten habe ich jetzt noch einen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gut ausgeruht. Die Grunddauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Die Dauer wieder zu verlängern. So. Was haben wir hier noch? Nee, komm. Wir wollen hier weiter. So, an den zweiten hätte ich einfach denken müssen, ne? So, Schalter Nummer 2. Und dann muss es ja hier irgendwo zum Schalter Nummer 3 gehen. Vermutlich. Vielleicht hier hoch. Da drüben. Ich sehe jetzt halt leider nichts. Das ist alles so Nebeldebel. Ich denke mal, dass wir hier hoch müssen. Okay, das sind nur Urnen. Da geht es nach unten. Aber da wollen wir nicht hin. Wir suchen den Schalter. Keine Gegner irgendwie. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir hier auch mal Gegner oder was finden, ne? Hingeht. Ja, Krypta der Bauerbeutin ist schon klar. Da ist eine Tür. Okay, Moment, ich schaue noch ganz kurz um die Ecke hier rum. Ja, da ist nichts weiter. So, damit haben wir den dritten Schalter. Und denke mal, dass wir hier dann auch direkt runterkommen. Ja. Aber wir schauen natürlich auch noch, was da ist. Ein Kistilein. Eine Silbertruhe. Mit einem Waldlangbogen. 15 Kraft. Spanngeschwindigkeit 1 Sekunde. Ausdauerkosten 15. Pfeilgeschwindigkeit plus 20. Ja, und da haben wir noch den Feuermagie-Schaden. Also den müsste ich halt upgraden, ne? Weil dann hätten wir hier einen. Der ist jetzt Stufe 4, dann hätten wir einen besseren. Ja gut, der hätte halt mehr Feuermagie-Schaden, ne? Naja, zumindest etwas. So. Hallo, Krypta der Farmerin. So, Vogelscheuche plus 2, mehr unter Bäuerin. Oh, das ist aber hübsche Bäuerin. Sammeln, was haben wir so? Haben wir da noch irgendwas zum Sammeln? Nee, ne? Da haben wir irgendwas zu lesen. Abbauen. Alte Bücher, ach so, das sind alte Bücher. Hier noch schauen. Und dann kann ich euch plündern. Knochen. Ich meine, man kann wahrscheinlich die meisten Skelette hier plündern. Na gut, wir haben die Krypta der Farmerin erledigt. Jetzt gehen wir mal noch da hoch. Wobei es meistens hier oben ja eigentlich nichts gibt, ne? Also in den oberen Geschossen. Das sind zwar immer solche. Hoch. Passt schon. Ist schön. Es gefällt mir mit dem Doppelsprung. Haben wir schon wieder Abend, ne?
Wahnsinn. Okay, wir haben die Krypta. Was haben wir hier? Keine, ist da noch irgendwas? Geschichte der Fäulnis. Genau, eine Bäuerin, hilfreiche Nahrungsprovision in der Basis befindet. Okay, beschwöre die Bäuerin. Das ist eigentlich jetzt das, was wir machen müssen. Von daher teleportieren wir uns einmal to the home. Einmal ab nach Hause. Ja, hey. Moment. Lass uns mal schlafen, dass wieder Tag wird hier. Dankeschön. So, dann holen wir uns mal. Dann hole ich mal mein Ding raus hier. Dann machen wir mal einen schönen Tausch. So. Beschwörungsstab bereit machen. Und zwar Emily Fry, die Bäuerin. So, Bäuerin, die stelle ich jetzt auch erstmal damit her. Ja, juhu. wieder lebendig, was für ein Geschenk. Ich trauere zwar um die alte Welt, aber vielleicht können du und ich die Saat für eine neue legen. Wir müssen es zumindest versuchen, oder? So, schauen wir mal, sprechen und herstellen. Die Welt öffnet sich. Du schaffst es tatsächlich, Flammenblut. Du heilst die Hochweiden, doch unsere Welt ist riesig, glaub mir. Ich habe sie schon oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt noch weiter öffnen. Wir stehen alle in deiner Seite. So, was hast du mit Herstellen? Popcorn? Okay. Zeig mal. 7 Ausdauerregeneration, okay. Das ist schön. Die braucht eine Feuerstelle. Produktionsort. Ein Saatbeet. Sorgt dafür, dass Setzlinge in einer sicheren Umgebung keimen können. Okay, können wir ja gleich mal bauen, ne? Aber warte mal, ich hab wahrscheinlich voll. Nee, nicht einmal. Das passt. Moment. Nochmal mit dir quatschen. Was haben wir noch? Farmboden. Okay, den hätte ich gar nicht farmen müssen, aber da brauchen wir Knochenmehl dafür. Dann haben wir hier Blumenerde, Terrarmaterialien, ausrüstbar. Okay, da können wir ein bisschen Blumen züchten, auch nicht schlecht. Und Vogelscheuche, können wir machen. Wir haben sogar 4 Strom. Eine Strohpuppe, die nach Sonnenuntergang häufig mit einer Kreatur aus dem Miasma verwechselt wird. Okay. So, der Produktionsort. Jetzt muss ich dich nur mal nach da unten schmeißen. Die stelle ich jetzt mal hier in die Verlängerung von dieser Mauer. Pausiert. Was können wir hier herstellen? Buschsetzling. Ein Setzling, der zu einer Pflanze heranwächst, wenn er in den richtigen Boden eingesetzt wird. Ressourcen, Pflanzenphase. Was haben wir noch? Oh. Roter Pilzsetzling. Tomatensetzling. Also wir können hier viele Sachen ansäen. Aber man braucht natürlich dementsprechend auch die Dingsies dazu, die Materialien. Okay. Jo. Passt schon. So. Beuren. Vogelscheuche. Das war's. So, hier. Knochenmehl. Und das Knochenmehl bekommen wir, glaube ich, hier, oder? Genau, Knochenmehl bekommen wir hier. Durch Knochen. So. Dann mach einfach mal Knochenmehl. Ich tue mal wieder ein bisschen Zeug raus, sofern das rausgeht. Da haben wir zum Beispiel 26 Knochen drin. Das sind die Feuerbälle, das brauche ich da nicht. So, dann würde ich sagen, tue ich mal den Stab, den wir ja eigentlich öfters brauchen, den tun wir jetzt mal hier rein.
der ist noch leer. Und hier können wir das Magierzeug reintun. Okay. So, halt, das Fleisch. Das Komische, dass da unten nichts rausgeht. Aber was sollte man hier unten eigentlich für Materialien haben sonst? Außer jetzt die Sachen, die man isst. Naja, gut. Ist ja wurscht, ne? So, trinken wir mal einen Schluck. So, dann haben wir noch den Bogen. Den müssen wir wahrscheinlich bei der Jägerin. Verlorene Handspindel. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstungen für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickicht verloren, in der Nähe von Westcott. Ja, als ich rastete, warte nicht länger, ich halte dir den Rücken frei. Okay, Schützenkapuze bei der Jägerin, Rezept. Allerdings wollen wir da eben dieses Ding brauchen. Zwei neue Marker hinzugefügt. Ein Test der Fähigkeiten. Dein Schritt ist lautlos, dein Blick entschlossen. Du warst auf der Jagd. Ich werde nicht fragen, welche Fährten du imstande bist zu lesen. Aber deine Beute ist ebenfalls bestenfalls akzeptabel. Versuche, etwas Tierfell zu erbeuten, dann können wir reden. Okay. So, das sind jetzt die neuen Rezepte, aber da braucht man wahrscheinlich dieses andere Ding, ne? Trophäe. Ich denke mal, dass die Teile noch um einiges besser sind als das, was ich habe. So, bei der Hose haben wir schon mal 27. Leider muss ich halt in mein Inventar reingucken, dass ich das sehen kann. 26 und 10, ja. Also die Sachen sollte ich auf jeden Fall schauen, dass ich herstellen kann. So, Knochenhammer. Wir haben aber keine Leinen. So, Leinen. Gedrucken lila Beeren. Okay. Wo kann ich dann die Leinen herstellen nochmal? Hier machen wir ja Metall, ne? Okay, da kann ich jetzt aktuell nur Metallplatten machen. Du warst also an der Spitze der Warte. Ich kenne ein paar Leute, die alles für so eine Aussicht geben würden. Obwohl, vielleicht gibt es jetzt weniger Trubel zu beobachten als früher. So, kann ich bei dir irgendwas Neues machen? Nee, ne? Nicht wirklich. Ausrüstung verbessern. Genau, das ist der, den ich habe. Und den Waldlangbogen würde ich gerne machen. So, weil der hat nämlich dann 3 Feuermagie-Schaden. Dann können wir den hier mitnehmen. Und den hier können wir zerlegen. So, dann haben wir nämlich 9 Bogen. Das passt. Ansonsten kann ich bei dir nichts verbessern. Ne? Manuelles Handwerk. Oh, was haben wir da? Kleiner Rucksack. Getrocknetes Fell 4-mal. Hol ich dir. Upsa. Halt hier. Ich muss noch überblicken, was man hier alles machen kann, ne? Weil das ist ja wirklich extrem. Also das wird ja immer mehr irgendwie. So, Moment. Ne, nicht Rucksack. Manuelles Dingsbums. Hier, das da. Ein kleiner Rucksack. Noch irgendwas anderes? Nee, ne? Halt, nee. Hier, Rucksack. Ah, dann haben wir jetzt halt mehr Place, mehr Space. Cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt haben wir endlich mehr Platz zum Looten. So, dann quatschen wir jetzt aber mit dem Magier auch nochmal. Untersuche die beunruhigenden Gerüchte. Flammenblut, mir sind beunruhigende Gerüchte zu Ohren gedrungen. Etwas Groteskes geht an den Hochweiden vor sich. Eine Abscheulichkeit und ein Missbrauch des Elixiers. Bitte beende diesen Schrecken, bevor es zu spät ist. Neuer Ort markiert. Noch irgendwas?
Schutz der Flamme. Neue Geschichte erbauen, die Flamme beschützt von der Flamme. Flammeblut, weißt du, warum man dich so nennt? Du entstammst einer Verbindung von den Erbauern und den Menschen. Die Flamme der Erbauer erlaubt es dir, das Miasma unversehrt zu betreten, aber ihre Glut währt nicht ewig. Mit dieser Kraft kannst du die Welt wieder aufbauen. Okay. Wir können... Zittenstaub, Leuchtstaub, was braucht man da? Mörser. Okay, also ich muss dir einen Mörser herstellen. Kann ich irgendwie die Ausrüstung hier bei dir verbessern? Nee, ne? Das kann ich anscheinend bei allen verbessern. Also es muss nicht nur da sein. So. Warte mal, wo kann ich dann den Mörser herstellen? Hier wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben jetzt hier Knochenmehl. Das Knochenmehl müsste ich ja auch verwenden können, wenn ich es in der Kiste habe. Naja, gut, Knochenmehl jetzt nicht unbedingt da rein, ne? Da würde ich sagen. Aber wo kann ich nochmal das Stroh herstellen? Option bewegen? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Aber das müsste ich doch irgendwo herstellen können. Da, da, da. Feuerstelle, plündere Feuerstelle, Herd. Oh, da brauchen wir Kohle. Weil das braucht ja die... Wow, was da noch alles dazukommt jetzt, halt, ne? Okay, aber wir müssen eine Feuerstelle, glaube ich, machen. Für sie. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, ihr habt das schon wieder falsch verstanden, ne? Das ist der Produktionsort. Wir können bei ihr... Achso, sie braucht eine Feuerstelle dazu, um das zu machen, ne? Okay. Aber kann ich ihr dann im Grunde so einen Ofen daneben stellen? Das ist ein normales Lagerfeuer. Nee, ich muss tatsächlich diese Feuerstelle machen. Okay, dann holen wir uns mal ein bisschen Kohle. Kohle könnten wir ja wahrscheinlich hier rein tun. Da wäre es ja eigentlich gut. Dann müsste ich bei ihr... Ich weiß halt nicht, wie weit es geht mit den Kisten, ne? Nee, manuelles Handwerk. Ja, verdammt, wo waren das jetzt? Wo waren das jetzt? Feuerstelle, Charakterfähigkeiten, nein, nein, Tagebuch, Handwerk... Jetzt bin ich durcheinander. Halt hier. Hier war es, an dem Tisch. Boah, wenn man immer so viele unterschiedliche Dinge hat, ne? Das macht mich, manchmal macht es mich ein wenig wahnsinnig. Da ist es. So. Öha. Okay. Die kann ich. Oh, die könnte ich sogar da hinstellen, aber dann wärmt es denen den Hintern. Das sind diese Feuerstellen, die man auch bei diesen Banditen und so weiter gesehen haben. So, kann ich jetzt bei dir was herstellen? Jetzt ernsthaft? Ach, musst du daneben stehen, oder was? Dann warte mal, das probiere ich jetzt noch aus. Gehen wir jetzt noch aus. Die stelle ich jetzt mal genau hier daneben. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil sie steht jetzt im Grunde genau neben der Feuerstelle, ne? Ja, ja, das ist schön. Aber... Hm. Na gut, ich stelle dich jetzt erst einmal wieder da unten drunter. Nee. Okay, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Brauchst du Hilfe? Ja, schon. Hilfe brauche ich immer. Hm. Na warte mal, ich stelle dich mal neben den Ofen. Also den ich da hergestellt habe.
Es könnte ja sein, dass damit das gemeint ist. Weil dann hätte sie jetzt zu dem Grunde Schutz und eine Feuerstelle direkt neben sich. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie kann das irgendwie... Oder muss ich eine Feuerstelle im Inventar haben? Kann ich das Ding auch wieder zerlegen? Aufnehmen, genau. Aufnehmen. Nee. Okay. Also das kapiere ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe ja Mais, ich habe Honig, ich habe die Bäuerin, aber Feuerstelle funktioniert irgendwie nicht. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann stelle ich das Ding jetzt wieder dahin. Da macht es ja einen guten Eindruck. Oder machen wir es irgendwie da in die Ecke? Da in die Ecke machen wir es. Da können wir dann vielleicht ein paar Bänke oder irgendwas drumherum stellen. Schauen wir mal. Okay. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.